Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Trackmania 2 Stadium. Ich habe mir gerade gedacht, beziehungsweise ich wollte eigentlich vorhin aufhören zu spielen, aber dann habe ich die ganzen Loopings auf der nächsten Bahn gesehen und mir gedacht, da haust noch mal Teil hinterher. Auf dieser Strecke sind es auch anscheinend 7 Minuten, die man fahren muss. So, die kommen da. Aber wie gesagt, erstmal wieder die Strecke kennenlernen. Aber wie gesagt, ich mag ja Strecken tendenziell schon, wo so viele Loopings drin sind. Das war knapp. Und da. Da hat er mir dann bei der Landung noch das Heck zerhebelt. Verhebelt. Also genau auf die Kante. Genau auf die Kante aufgekommen. Sollte man eigentlich nicht machen. So. Hier. Scheiße! Wusste nicht, dass das hier so eine komische Transmission wird. Versuchen wir es nochmal. Mal gucken, vielleicht ist es dann doch sinnvoller, hier durchzufahren. Sieht fast so aus. Dafür muss man das aber erstmal erwischen. Und die Frage ist auch, kommt man dann noch... Ja, hier geht es dann noch so weiter. Erste Runde ist ja sowieso eigentlich fast immer... Nein! Kurz vom Ziel abgeschmiert, das darf doch nicht wahr sein. Erstmal zum Strecke kennenlernen. So, und hier müsste das Ziel sein. Jawohl, 1,27. Ja, ungefähr eine halbe Minute langsamer als der erste. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mich zweimal zurückgesetzt habe. Ah. Merkwürdig. So sollte man es nicht machen. Hier schön viel Geschwindigkeit mitnehmen. Hier vernünftig raus. Ja. Nein! Wer stellt denn da einen Pfeiler hin? Das darf doch nicht wahr sein. Von warum lenke ich dann da auch noch gegen? Das darf ja noch mehr nicht wahr sein. Ich fühle mich gemobbt. Vielleicht sind meine Fahrtkünste auch momentan einfach nicht die besten. Wie gesagt, ich spiele ja normalerweise nicht unbedingt Fullspeed-Maps. Machen zwar schon Spaß, aber ja, ist halt nicht so ganz meine favorisierte Rennstreckentyp. Zwar mein favorisierter Rennstreckentyp. Ich fahre halt gerne halt so Sachen wie GameZone Stadium, die fahre ich ganz gerne. Nein, 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 bleib da drin. Jetzt hat er mit da schon wieder das Heck ausgehebelt. Ich bin ein bisschen langsamer gewesen als in der vorherigen Runde bis dahin. Okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Schon wieder am Start, das darf doch nicht wahr sein. Muss doch möglich sein, hier eine vernünftige Runde hinzukriegen. Meine Güte. Mich mal ein bisschen, deswegen sage ich gerade etwas weniger. Ja, das sah schon besser aus. Da bin ich nämlich schön über diesen Hügel rüber geflogen. Sieht man auch noch gleich in der blauen Zeit. Okay, da hat er mich jetzt schön eingebremst, sonst wäre ich wahrscheinlich komplett irgendwo quer durch die Gegend geballert. Da bin ich vernünftig hochgekommen und jetzt nur das Ziel treffen und ja, halbe Minute schneller, vierter Platz. Kann man nicht meckern. Wenn man sich ein bisschen konzentriert, kriegt man auch noch einen vierten Local hin. Mal gucken, ob es noch schneller geht. So quasi Speedrun-mäßig. Da jetzt mal nicht vom Gas gegangen. Hat auch geklappt mit der Wand. Trotzdem war ich langsamer. Da hätte ich vom Gas gehen sollen. Die erste wäre wahrscheinlich gegangen. Also hätte ich auch so Vollgas durchfahren können.
erste passt. Dafür passte der Looping da nicht. Öfter mal was Neues. So. Aber finde ich echt eine sehr, sehr interessante Streckenführung, muss ich sagen. Ah, wenn die Säulen nicht wären, ja. Ich und die Säulen. Das ist, glaube ich, eine never-ending Story. Ich fahre gerne gegen sowas gegen. Das ist aber nicht nur in diesem Rennspiel so. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Rennspielen ich schon irgendwelche Pfosten, Bäume, Zäune oder weiß der Geier was getroffen habe. Also, das ist im Grunde genommen nichts Neues bei meinem Gameplay, dass ich irgendwas treffe. War wieder einen kleinen Tacken schneller gewesen. Das war auch haarscharf. Ja, da bin ich auch diesmal ohne Bremsen durchgekommen. Nein! Hoffentlich bleibt... Oh. Alter! Das war ja wirklich mal haarscharf. Na toll, jetzt komme ich auch nicht mehr ins Ziel. Also wenn ich den letzten Klatscher nicht gehabt hätte, habt ihr ja gesehen, da wären sicherlich 0,7 Sekunden oder so noch nach vorne möglich gewesen. Gut, wäre jetzt kein neuer Platz geworden. Also dafür ist der jetzt... Den jetzt vierten hätte ich gekriegt, aber vorhin den dritten, den Shimon 430 mit seiner 56190, den hätte ich nicht mehr gekriegt. Aber der Platz von November Fallout, der wäre definitiv drin gewesen, wenn der halt der letzte Fehler nicht gewesen wäre. Und dafür gibt es halt auch nur 8,6 Punkte. Oh, schönes Audi, was ist das, Audi, ach wie hieß das Ding noch? Weiß ich, das Audi 100 Sport Coupé oder sowas? War im Grunde genommen der Vorgänger vom A5-A7, den es heute gibt. A5, A7, ja. Müssten die beiden sein. Der kommt irgendwie aus dem Ende der 70er Jahre. Habe ich auch schon mal ein paar Mal in der Realität gesehen. Sehr schöne Linienführung und sehr, sehr stimmiges Konzept, sag ich mal so. So, jetzt muss ich erstmal hier das stimmig hinkriegen. Before the looping, you can go left to avoid them. Was? Den will man avoiden. Jetzt sollte ich mich hier auf den auf die Strecke konzentrieren, als auf den Chat. Hier vielleicht gleich mal ein bisschen weiter darüber. Dann passt das auch, glaube ich, ein bisschen besser hier. Ah, da wäre noch ein Beschleunigungspad gewesen, habe ich gerade gesehen. So, hier mal wieder die Strecke auskundschaften. Warning. Vor was waren die denn? Einfach von einer schnellen, scharfen Kurve oder... Hier noch mal durch. Auch hier wieder, aber mit... diese Kameraführung ist teilweise echt nervig. Also dieses... diese Stoßstangenkamera. Das sind Momente, da möchte ich dann doch lieber in der Heckansicht fahren. Weil ich dann genau sehe, was Sache ist. Ich denke mal, das wird auch wieder so 30, 40 Sekunden langsamer als der jetzt führende. Nein! Och nö. Da wäre ich richtig schön am Ziel vorbeigesprungen. Da ist gerade ein Teil weggeflogen. Ich denke mal, das war meine Motorhaube. Das war wahrscheinlich der Kotflügel. Alter. 42 Sekunden, 40 Sekunden langsamer als der erste. Ja. Das geht besser. Sagen wir es mal so.
da wäre es wahrscheinlich wirklich da unten rum kürzer geworden. Aber dafür habe ich jetzt das kleine Speedpad-Teil dann noch mitgekriegt. Okay, ich glaube, Warnung war für die Kante da unten. Die hätte man nämlich sonst völlig getroffen. Nein! Och, leck mich doch. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sollte auch echt häufiger sowas hier spielen. Könnte ich das wieder so ein bisschen besser. Ich habe übrigens mal so überlegt. Ah, hätte ich auch nicht anfangen können. Ich habe ja noch ein paar Strecken, die ich im Grunde genommen gekriegt habe für Trainingszwecke. Ob man die nicht eventuell in Teil 100 mal spielt. Die habe ich ja von Rook gekriegt und schon überlegt, ob man die eventuell in Part 100 mal spielt. Aber ja, müsste ich nochmal gucken. Wäre dann halt ja ein reiner Singleplayer-Part im Grunde genommen. Weil ich keinen Plan habe, wie ich sowas eventuell auf irgendwelche Server drauf kriege und die Server dann auch für euch erreichbar sind. Alter! Nein, nicht runterfallen! Böses Auto. Wie gesagt, da denke mal auch nicht, dass ich das bis Teil 100 noch irgendwie auf die Reihe kriege. Und wie gesagt, das wäre dann ja im Grunde genommen wirklich ein Singleplayer-Part. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das so machen will. Da muss ich mir nochmal wirklich Gedanken drüber machen. So, jetzt habe ich erstmal 33 Sekunden meine Zeit verbessert bei... Ich bin jetzt dort von 1.08. Ja, 1.08.86. Gucken, das müsste eigentlich noch schneller gehen. Da waren noch wirklich ein paar ziemliche Schnitzer drin. Müsste ich eigentlich noch ausmerzen können. Alleine da habe ich jetzt schon 1,5 Sekunden für mich verbessert. Da sind es jetzt 2. So. Hier früh wieder runter. Da habe ich nämlich vorhin auch schon ziemlich Zeit verloren. Endlich habe ich den Looping geschafft. So, da musste ich jetzt ein bisschen vom Gas gehen. Nein, was ist das? Huiuiui. 55,20. Und ich hatte gerade echt die Befürchtung, dass ich da von der Strecke fliege, so kurz vorm Ziel mit so einer vernünftigen Zeit. Also da hätte ich ja echt ins Essen gekotzt. Ah, ich wollte wieder unten lang fahren, verdammt. Weil ich so die ich sag mal, das vom Gefühl her ist es wirklich untenrum schneller. Also, weil auch irgendwie, ich weiß nicht, die Strecke ist da unten, glaube ich, ein bisschen kürzer und dann kam... Ah, scheiße, verpasst. Hätte ich gesagt, dann könnte man nämlich auch dieses Geschwindigkeitsteil mitnehmen. Da leicht schräg aufgekommen. Nur noch etwas schneller als vorhin. Vielleicht wird das ja am Ende noch eine ganz blaue Zeit. Nee. Das war's. Zeit kriege ich nie wieder aufgeholt, die ich gerade durch diesen kleinen Klatscher da verloren habe. Auch wenn ich hier hinten sowas von dermaßen perfekt fahren würde, 1,7 Sekunden kriege ich da hinten nicht mehr raus. Ganz einfach. Das ist auch gemein, dass die hier nochmal so eine zweite Sprungkuppe reingebaut haben, wenn man da irgendwie verkackt. Ja. So, wie schnell fahren wir rückwärts? 140? 145? Für einen Rückwärtsgang ist das schon gar nicht so schlecht. Sagen wir es mal so. So, 13 Plätze europaweit nach oben gerutscht. Einen Platz in Niedersachsen gewonnen mit 51 Punkten. Oh, das ist schon... Ist zwar mühsam ernährt... Oh, ein Alpha. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich mal so. Aber, ich leg's ja auch... Wenn man ehrlich ist... Ich lege es nicht wirklich darauf an, in dieser Rangliste nach oben zu kommen. Das ist halt ein positiver Nebeneffekt, dass man hier so ein bisschen durch die Gegend fährt. Und von daher nimmt man das gerne mit.
Kurve wahrscheinlich schon wieder zu. Zu verpeilt gefahren. Hätte ich wahrscheinlich schon erheblich früher abbiegen können. Auch hier war es schneller wieder runter. Seht ihr die anderen, die sind alle schon mal wieder schneller als ich. Also die beiden da. Gut, der eine hat gerade auch einen kleinen Treffer gekriegt. Man sollte sich auch nicht mit den Banden anlegen. So, ein bisschen konzentrieren. Das ist fies. Genauso wie das, das sollte eigentlich auch nicht passieren. Ja, zumindest komme ich dann hier noch so durch. Nächster Checkpoint. Ich kann leider gerade nicht sehen, wie lange man ungefähr fährt. Auf jeden Fall, so soll man es nicht machen. Achso, da vorne ist schon das Ziel. 1:03 und der erste hat 56 und der Rekord steht bei 54,60. So, hier schön rum. Da hatte ich jetzt irgendwie eine andere Streckenführung im Kopf. Warum, weiß ich auch nicht. Etwas schneller als in der vorherigen Runde, aber ich denke mal, das wird sich hinten raus noch rot färben. Die Anzeige wird sich rot färben hinten raus. Hier wieder leicht vom Gas. Das hat auch schon ganz gut geklappt. Hier habe ich jetzt auch nichts getroffen. Ich glaube, hier bin ich vorhin zu weit rausgekommen. Super, diesmal hat es doch recht gut geklappt, auch wenn es auch sehr knapp war. Dafür bin ich jetzt dagegen gekommen. Was soll das denn? So. Ja, 1:58. Damit jetzt zweiter Platz, aber ich denke mal, da wird noch eben mehr gehen. Wenn man nämlich vorne diese ganzen Fehler vermeidet, ist man ja hinten raus in der Regel doch schon um einiges schneller. Weil sich das ja bei diesen Fullspeed-Strecken schon so ein bisschen potenziert. Also sprich, wenn man vorne einen kleinen Fehler drin hat, kann das sein, dass das Teil hinten raus 3 Sekunden, 4 Sekunden langsamer wird. Dementsprechend sollte man es eigentlich am Anfang der Strecke wirklich vermeiden, Fehler zu machen. Sollte man eigentlich generell, aber wie gesagt, das kann halt schon dazu führen, dass der Zeitunterschied doch extrem wird. So, das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Vorhin hatte ich ja hier irgendwo den Fehler drin. Ja, sieht halt, der hat gleich 1,4 Sekunden verbessert. Jetzt 1,56. Damit unter der Minuten... Zeit, beziehungsweise unter einer Minute, sogar fast unter 59 Sekunden. Ich denke mal, 48 wäre schön. Nee, 58 sollte auch noch irgendwie möglich sein. Mal schauen, also jetzt wirklich, ja, so natürlich nicht, wollte gerade sagen, so jetzt aber wirklich mal konzentrieren. Das muss doch zu schaffen sein, dass in 58 steht. Gut, es ist auch schaffbar, dass da eine 54 steht, aber nicht heute. Aber jedenfalls nicht von mir. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder irgendwo eine kleine Abkürzung oder eine bessere Variante, die Kurve zu fahren. Sieht das schon mal nicht schlecht aus. Aber irgendwie habe ich hier so meine Schwierigkeiten. Nein. Das wird wahrscheinlich auch wieder rot. Ja, leider. Bin auch nicht allzu rot, also könnte durchaus, ja, noch ganz hauchzart blau geworden. 58,91. Da wäre auch noch mehr drin gewesen, wenn, wie gesagt, dieser kleine Fehler da nicht drin gewesen wäre. Ich denke mal, dass die Runde kann ich auch nach dem nächsten Checkpoint schon abbrechen, weil ich... Ach doch, ist doch noch blau.
Ich dachte eigentlich, dass sie jetzt komplett rot wäre. So. Scheint ja eigentlich ganz gut zu laufen gerade. Ein bisschen mehr vom Gas gegangen, dass ich dann wirklich sicher gehe, da nicht gegen die Wand zu fahren. Mal gucken, sollte eigentlich so deutlich blau. Jetzt bleibt von der Bande weg. Ja, wieder fast eine Sekunde verbessert und diesmal sogar unter 58 gekommen. Ja, das war jetzt Mist. Denk mal, einen Versuch habe ich noch. Ah. Dürfte auch wieder rot sein, weil ich glaube, mit dem Hinterrad an der Bande hängen geblieben bin. Ja. Schade. Kullern wir mal noch ein bisschen durchs Stadion. Wieso landet der da immer auf dem Dach? Darf doch nicht wahr sein. Lalala. Aber 85 zur Local bin ich auch eigentlich mit zufrieden. Gut, ich wäre natürlich gleich gerne... Moment, ich muss die Kamera dazu bringen, sich mal richtig hinzustellen. Ich werde natürlich schon gerne auf diesem silbernen Podest gestanden, aber bin da hauchzart dran vorbeigeschraubt. Also 0,6 Sekunden am Platz 3 vorbei. Ist schon ärgerlich. Ich denke mal, da wäre halt so ein, dieser eine kleine Fahrfehler auf der schnellen Runde, der war dafür zuständig, dass das nicht geklappt hat. Aber ich sag mal, unter einer Minute ist schon, glaube ich, gar nicht schlecht. Wenn ich dann gerade so sehe, dass dieser Shimon 430 vorhin erheblich besser war als ich. Der hat jetzt 4 Sekunden, glaube ich, verloren. Ja, ungefähr 4 Sekunden langsamer gewesen als ich. Also 27,4 Punkte dafür gekriegt. Und wollen wir mal gucken, was die nächste Strecke mit sich bringt. Melbourne Albert Park. Das wird dann auch die letzte sein. Also ich werde den jetzt nur 3 Strecken fahren. Und was? Kann ich wieder nicht lesen. Ich wollte eigentlich nur vorlesen, was da steht. Viceroy Extrem bei Joker und Rekord bei Brother Olli 2 mit 50.096. Könnt ihr ja oben sonst zur Not auch mitlesen. Also oben rechts in der Ecke steht das Ganze. Wieso ist der jetzt schneller durch den... Meine Güte. Das war jetzt nicht ganz so klug. GPS ist links. GPS möchte ich aber ehrlich gesagt nicht. Das gucke ich mir wirklich erst an, wenn ich eine Strecke gefahren habe und da überhaupt nicht mit klarkomme. So, hier war glaube ich gleich die böse Stelle. Da bin ich jetzt wirklich extrem vom Gas gegangen, einfach nur um es schaffen zu können. Was? Achso, okay, man hätte im Grunde genommen diesen Tunnel hochfahren müssen und dann, ja. Ach, wie ist es schön, hier geht übrigens die SCVO. Und ich glaube mal, dann haben wir hier wirklich gerade Autobahn, weil, ich sag mal, innerorts mit... knapp 500 durch die Gegend zu ballern, dann hat der Führerschein ganz lange Urlaub. Aber wirklich ganz lange. Okay, der eine mit seinem, ich glaube, Ford GT, der ist gerade abgebogen. Der guckt sich gerade das GPS an. Nee, da muss ich sagen, das Problem habe ich noch nie gehabt. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, einmal Probleme mit dem mit der Polizei gehabt und das war ja, was heißt Problem, ich habe halt einmal ein Ticket gekriegt wegen zu schnellem Fahren und zwar jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, was hatte ich? 35 Euro. Das waren damals, ich glaube, 18 km/h zu viel. Ja, 18 km/h oder so. Da war ich aber auch irgendwie komplett in Gedanken verloren, weil ich auf einer Straße unterwegs war,
da war, eigentlich war da 60 und ich habe irgendwie komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Seitenstraße dann 50 ist auf die 100er Zone raus. Und bin dann halt da auch noch mit 60, beziehungsweise Tachonadel stand bei etwas über 70 durchgefahren und dann kam halt das Vögelchen. Na, Schicksal, ist halt so. Ansonsten, toi toi toi, keine Punkte, kein Fahrverbot, keine Nachschulung, kein gar nichts. Na, ich versuche mal aus diesem Looping vernünftig rauszukommen und vergesse dann, dass danach diese Rechtskurve auf Steilwand kommt. Hat das denn überhaupt schon jemand geschafft? Encoder Raw Style und LK Mavang? Soll das Mavang heißen? Oder Mawang? Oder... keine Ahnung. Auf jeden Fall so im Bereich 50 Sekunden. Ich habe halt so meine leichten Probleme damit. Diesem Kackteil hier. So, gucken, komme ich dann noch durch den Checkpoint durch. Jawohl. Das hat auch noch ganz gut geklappt. Ich sagte, hat auch noch ganz gut geklappt und... na, jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Das schwöre ich euch. Yay! Oh Mann, ey. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich glaube, wenn ich das bis Sekunde... So, wenn ich bei einer Minute noch keine Zeit zustande gebracht habe, dann zeige ich euch das GPS. Dass ihr zumindest seht, wie die Strecke verläuft. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Zum Abschluss der Folge dann auch noch sowas. Na, ich versuch's aber nochmal. Da hat es jetzt gerade kurz geruckelt. Das war jetzt auch nicht so unbedingt produktiv. So, mittig raus. Vielleicht... nee, komme ich nicht mehr rüber. So, ich biege mal links ab. Zeige euch das GPS. Bin ich selber mal drauf gespannt. Das habe ich auch noch hingekriegt. Vor allem, mich würde interessieren, wie er jetzt den Looping fährt. Ja, etwas andere Linie. So, und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. So. Oh, da wäre noch ein Dirt-Teil bei gewesen. Und dann natürlich wieder so ein dämliches Zelt. Das ist ja immer ein bisschen tricky, so dieses Zelt dieses Zeltgedöns zu treffen. Ja, also nach dem Sprung wäre eigentlich alles kein Thema gewesen, hat aber leider nicht ganz so gut geklappt. Keine Zeit, kein Platz, keine Punkte. Und na, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss.